Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Montag, den 18. November 2013. Im letzten Frankfurter Börsenbrief hatten wir ja schon angedeutet, dass wir uns mal neu orientieren wollen, dass wir die sehr schönen Gewinne, die wir beim DAX und beim IBEX erzielt haben, mal mitnehmen wollen. Wir haben jetzt beim IBEX heute Morgen einen Gewinn von 100% realisiert im Call-Optionsschein und wir werden auch bei einigen anderen jetzt mal demnächst Kasse machen. Wir haben die Stops sehr eng angezogen. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin könnte das Geld jetzt wandern? Grundsätzlich müssen wir dazu sagen, dass die Markttechnik heute Morgen ganz kurzfristig für den DAX wieder etwas besser aussieht. Wir sind ja grundsätzlich charttechnisch in einer überkauften Lage, sodass man mal eine Korrektur erwarten müsste. Aber so ganz kurzfristig heute könnte ich mir vorstellen, dass der DAX auch nochmal sogar auf neue All-Time-Highs steigen könnte. Aber nach wie vor geht man natürlich mit etwas Angst die Wand hoch. Deswegen mein Tipp heute, schauen Sie auf Märkte, die ein besseres Chance-Risikoprofil haben. Der Nikkei beispielsweise ist jetzt ja gerade ausgebrochen, hatte 5 Tage in Folge gut zugelegt, heute mal eine kleine Korrektur. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, da mal einzusteigen. Charttechnisch sieht der Nikkei sehr gut aus. Und was jetzt noch überzeugender ist, was auch von der fundamentalen Story sehr gut aussieht, ist China im Moment. Heute gab es die Ergebnisse vom letzten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in China. Und dort waren doch einige Beschlüsse gefasst worden, die sehr aufhorchen lassen. Beispielsweise, dass man noch weiter von der Ein-Kind-Politik abrückt, sie nicht ganz aufgibt, die Geburtenkontrolle. Einige Hersteller von Babynahrung, die sind heute 4-5% schon angestiegen. Die werden wir im nächsten Frankfurter Börsenbrief vorstellen. Den einen oder anderen Wert, den werde ich auch heute schon in Invest 90 einstellen, sodass Sie sofort hier investieren können. Grundsätzlich gilt, dass man auch im Bankensektor eine weitere Regulierung haben will, im Infrastruktursektor, dass man da auch mehr Wettbewerb zulassen will und von den staatlich verordneten Preisen wegkommen will. Das sind alles sehr, sehr spannende Chancen. Selbst die EU-Vertreter, die sich ja sonst da immer etwas kritisch äußern bezüglich der chinesischen Politik, haben sich sehr euphorisch gezeigt. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt eine neue Blütezeit beim Hang Seng sehen werden, beim Hang Seng China Enterprise. Und hier kann man im Moment dabei sein. Wie gesagt, einige selektive Sektoren, die besonders profitieren werden, die werden wir im nächsten Frankfurter Börsenbrief vorstellen und auch heute schon auf unserer Website darstellen. Das heißt, der Blick, der geht im Moment eher Richtung Osten, auch wenn die Situation in Europa und in den USA nicht ganz schlecht ist. Also im Moment haben wir eigentlich eine sehr gute Perspektive auf die Aktienmärkte. Das waren die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Klintzing.